Das erlebe ich nie mehr, sonst sowas. Und das wird vielleicht in 150 Jahren mal wieder ausgetauscht. Deswegen bin ich mal dabei und schaue mir das an. Also heute kommt der Domskegel drauf. Ich finde, das ist die Spitze, das Schönste, was Mainz da noch zu bieten hat. Dass der Domskegel ein stattlicher Bursche ist, das sieht man aber schon, auch von der Entfernung. Der muss ja groß sein, weil er ja in luftiger Höhe Platz nehmen wird. Ne? Also sieht zwar klein aus, aber ich denke schon, dass das Fummelarbeit ist, weil das alles ausgerichtet werden muss und mit dem Kran da hochgezogen werden muss. Die Größe von dem Kran und das Gewicht von der Turmspitze. Allerdings frage ich mich, wie man das vor Jahrzehnten sozusagen mal gemacht hat. Da muss es ja auch da hochgekommen sein. Und das würde mich schon stark interessieren, wie das damals ging. Das ist ja ein Gewicht, was da rübergezogen wird, das kann man ja nicht mit 50 Stundenkilometer rüberziehen. Das muss ja dann auch passen und darf ja auch nicht in den Turm einschlagen, sage ich mal. Das ist ja auch für den Kranführer wahrscheinlich eine ganz heikle Aufgabe. Ja klar, ist das beeindruckend. Ich meine, es kommt ja nicht jeden Tag vor. Es sieht total filigran aus. Und das sind ja Tonnen, ja, die da hängen und ganz leicht über diesen Dom schweben. Man denkt so, ach, so ein, da oben, so wie so kleine Lego-Menschen sehen die da oben aus, aber... Also schon sehr imposant. Naja, also die Höhe erstmal, ne, wie man den Kran hier überhaupt reingebracht hat. Ich denke, das ist schon recht imposant, die Spitze da drauf zu heben in die Höhe. Bist du kriminell, da hochzugehen? Also sage ich ganz ehrlich, ich würde mich das nicht trauen. Hut ab vor den Leuten, die das nachher da hochsetzen. Ich meine, wenn ich da hochgucke, dann wird mir eh schon schwindelig. Die neue soll angeblich für 500 Jahre halten. Wir werden es zwar nie erleben, aber wir glauben dran. Na klar, das darf man nicht verpassen als echter Mainzer.